So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 25. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir an diesem sehr wahrscheinlich sehr ruhigen Handelstag heute dennoch einen Blick auf die Märkte uns gönnen, Szenarien skizzieren, was wir vielleicht zu sehen bekommen könnten, Eventualitäten zum Thema machen, also besonders im Hinblick auf den Bitcoin-Preis vielleicht. Da habe ich gerade eine ganz interessante Konstellation gesehen. Der ein oder andere hat vielleicht heute früh auch gesehen, ich hatte was in der Discord-Community auf eine Frage hier geantwortet im Hinblick auf WTI. WTI wird immer wieder jetzt ein Thema, nachvollziehbarerweise würde ich mal sagen, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen sicherlich im Energiebereich und der dann doch anziehenden Volatilität, jetzt nicht, dass WTI nicht bekannt wäre als volatiles Asset, aber nichtsdestotrotz, da konstituiert sich nicht, da kristallisiert sich, eine Konstellation heraus, die durchaus Interesse nach sich zieht, auf jeden Fall. Also ja, wir werfen einen Blick drauf. Bitcoin werfen wir einen Blick drauf. Wir werfen einen Blick auf den DAX. So wirklich spektakulär stellt sich der Modus nicht dar. Nichtsdestotrotz, was ich erstmal grundsätzlich positiv erachten würde, ist die gestrige Performance gegen die Region 15.77, 15.800. Das war ja auch eine Region, die ich in der DAX-Analyse schon in den letzten Tagen zum Thema gemacht hatte, die wir jetzt dann gestern eben angelaufen sind und haben halten können. Wir haben dann in den Abend hinein eine ja, leichte Aufhellung des Bildes zu sehen bekommen, so will ich das mal bezeichnen, mit entsprechend eben auch Tech-Titeln, die dann ganz besonders, also der breite Tech-Bereich, ich rede jetzt nicht von den Big Tech-Names, also Microsoft, Apple und Co., die ein Allzeithoch ja nach dem nächsten markiert haben, sondern der breite Markt. Also das war eben auf einem sehr tönernen Fundament und wir haben gestern zumindest mal so einen leichten Anflug, einer leichten Bodenbildung gesehen. Zoom hat zum Beispiel die 200-Dollar-Marke zurückerobern oder auch halten können. Da hat sich auch ein potenziell interessantes Setup herauskristallisiert gestern, was ich nicht gespielt habe, aber nichtsdestotrotz, was eben durchaus mal eine Betrachtung wert ist, weil es doch ganz interessant anmutet. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Roku hat die 230 jetzt so ein bisschen, also es sieht so ein bisschen nach potenzieller Bodenbildung aus. Mal schauen, was nach Thanksgiving kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, das ist so ein bisschen jetzt gestern sicherlich dem Umstand geschuldet, dass wir eben in einem potenziell verlängerten Wochenende stehen. Wir haben zwar morgen verkürzten US-Handel, aber nichtsdestotrotz, der Handel wird sehr, sehr dünn sein. Also, das bedeutet jetzt aktuell bietet sich wahrscheinlich besonders für die Equity-Fraktion an, so ein bisschen vielleicht mal ja, sich anderen Projekten zu widmen, beziehungsweise mal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen und dann eben die Kraft zu sammeln, um ab dann kommender Woche Montag im Grunde genommen den Jahresendspurt einzuläuten und infolgedessen dann vielleicht hier sich in Bezug auf eine Jahresendrallye zu positionieren. Auch darauf werfen wir gleich einen Blick. Bevor wir ganz offiziell beginnen, natürlich zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, gehen wegen der Hebelwirkung mit dem Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Mache man sich zunächst mit diesem vertraut, lade sich dann eine Demo herunter, markets.com/de. Teste hier den Handel risikofrei, um dann zu schauen, passt das Risiko oder beziehungsweise die Volatilität beziehungsweise alle Risikokomponenten, die dort eben entsprechend eine Rolle spielen, zu meinem persönlichen Risikoprofil. Und wenn man dann einen Match hat, in Anführungsstrichen, also das heißt hier eine Übereinstimmung feststellt und sagt, ja, der Handel eignet sich für mich, dann ist der Weg zum Live-Konto ebenfalls über markets.com möglich. Alle Informationen zur Produktpalette, zu Devisen, CFDs, Risikohinweise und so weiter natürlich auf der Webseite. Ihr habt zudem die Möglichkeit, Elena jederzeit gerne per E-Mail zu kontaktieren. Kontaktiert mich gerne jederzeit, wenn es darum geht, Fragen rund um die Märkte zu stellen, Einschätzungen zu wünschen. Erstmal hier im Livestream natürlich, während dieses YouTube-Events jetzt, beziehungsweise über Twitch an der Stelle. Auch da wird das live gestreamt. Darüber hinausgehend natürlich in der Chatbox unterhalb des Videos. Dann Trading-Chatbox bei mir auf der Webseite, jk-trading.com/forum. Dann noch die Discord-Community. E-Mail haben wir auch, Twitter haben wir auch. Also diverse Möglichkeiten auf jeden Fall hier zusammenzufinden. Ich switche einmal jetzt hier rüber in die Markets-Xanders-Plattform. Das ist einmal der DAX, auf den wir gleich einen Blick werfen. Wir sehen schon oben links, dass sich der Modus alles in allem relativ unspektakulär erstellt. So, ich gucke mal jetzt ganz kurz, ob hier alles gut gestreamt wird. Das sieht schon mal sehr, sehr vorteilhaft aus. Sehr schön. Hier kommt auch alles an, wie sich das gehört. Sehr schön. Ja, also dann schauen wir durch. Wie gesagt, sollte sich irgendetwas ändern, vielleicht an diejenigen welchen, die sich das Event hier über YouTube anschauen. Wie gesagt, bei Twitch bis jetzt noch nie Probleme aufgetreten. Deswegen gebe ich den Link hier mal vertrauensvoll weiter. Sollte also irgendwie eine Schwierigkeit sich bei YouTube hier rauskristallisieren, habt ihr die Möglichkeit, über Twitch meinen Ausführungen weiter zu folgen. Aufzeichnung natürlich sollte das auftreten, Aufzeichnung bei YouTube, aber dennoch dann im Anschluss natürlich an das Morning Meeting auch dort entsprechend verfügbar. So, und ja, wir blicken einmal auf den DAX an der Stelle, werfen einen Blick hier auf die aktuell unspektakuläre Vorstellung, die wir zu sehen bekommen für den heutigen Handelstag. Verkürzter US-Handel,
Im Future-Bereich, auf den wir ja dann ab nachmittags schauen. Also US-Equities sind komplett geschlossen, da gibt es keinen Handel. Handel morgen in US-Equities möglich, allerdings auch nur verkürzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe nicht vor, irgendwie aktiv zu werden, ehrlich gesagt. Also da muss schon eine ganze Menge zusammenkommen, dass ich mich dazu jetzt entscheide, hier in entsprechende Position auch morgen eben auf den Weg zu bringen. Ich denke, dass das ein ganz, ganz ruhiger Wochenausschluss, Ausklang, Auskling, Ausklang für mich eben tatsächlich wird. In diesem Zusammenhang, weil natürlich besonders nachmittags dann der Fokus seitens der DAX-Trader oder des DAX ist generell der Marktteilnehmer auf die US-Märkte geht, haben wir natürlich in dieser Konstellation dann besonders dort einen verhältnismäßig ruhigen Handel, aber das zeichnet sich jetzt schon hier bereits ab. Also wir haben eine Open Range hier, eine Range von 50, 60 Punkten ungefähr, pendeln jetzt um den EMA 50-Minuten-Basis. Klarer Vorteil ist nicht ausmachbar. Unterhalb dieser hier rot gestrichelten Linie, das ist meine Inflection auf der Oberseite, das ist die 16.000er-Region, unterhalb derer bin ich eigentlich eher short, weil ich sage, eine Rückeroberung dieser 16.000er-Marke ist eigentlich der Wegbereiter dann, oder beziehungsweise der Wegbereiter, beziehungsweise das Signal, dass es eben auf der Unterseite das zunächst einmal war. Wir haben gestern ja hier zunächst, können wir hier beobachten, gestern früh relativ deutlich mit dem Überrollen und Unterschreiten an der 16.000er-Marke erneut. Also es gab so einen leichten Versuch, in Anführungsstrichen, diese 16.000er-Marke zurückzuerobern. Gestern hier in den frühen Handelsstunden, wir pendeln ja um dieses Niveau, sind dann allerdings relativ zügig und bis zum Morning Meeting auch in Richtung der 15.900er-Region wieder übergerollt, haben diese unterschritten, die Tiefs rausgenommen, dann die wir am Vortag noch am Dienstag ausgebildet hatten. Und nachdem dann tatsächlich dieses Level gebrochen hat werden können, haben wir diese Region um 77 bzw. 15.800 angelaufen. Wir haben kurz vor den US-Märkten, haben wir sogar noch mal ein bisschen dynamischeres bärisches Momentum gesehen, was dann allerdings sehr zügig zurückgekauft worden ist. Und das war eben diese positive Reaktion vom US-Markt, von der das getragen wurde, oder die für diese Erholungsbewegung eben gesorgt hat. Wir hatten gestern, jetzt wenn ich mich richtig entsinne, wir hatten ein Szenario skizziert gehabt, wo ich ja sagte, mal schauen, kurzes Unterschreiten, ich glaube sogar, das war hier, ne, in dieser Kerze. Ja, 10:50 Uhr, das kommt relativ gut hin. Also das war im Morning Meeting, beziehungsweise in den letzten Minuten des Morning Meetings, wo sich so ein bisschen die Frage stellte, ob wir diesen Bereich halten können, nachdem wir den rausgeflasht hatten, in Anführungsstrichen. Ich hatte gesagt, also unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis möchte ich nicht wirklich long sein. Nichtsdestotrotz sollte man hier vielleicht beobachten, ob es dort zu einem nachhaltigeren Bruch kommt. Und statt dann, dass es zu einer Gegenbewegung kam und das eben nur ein Flush unter diese Tiefs von Dienstag war und das dann vor allem zu einem Halten hier möglichst oberhalb von 15,9 eigentlich kommt, sehen wir, dass wir diesen Bereich nicht mehr zurückerobern. Wir handeln unterhalb des EMA 50 und dann haben wir nochmal tiefere Tiefs markiert, wo sich dann ganz klar zeigte, Long ist keine Option. Also wir haben auch hier in diesem Bereich eigentlich kein Signal oder kein Trade, der sich in irgendeiner Form anbietet, weil keinerlei Willingness, also kein Wille offensichtlich besteht, hier zu einer Rückeroberung der 15,9 eben beizutragen. Wo dann sich herauskristallisiert hat, dass es eben zu einem Bruch dieser Abwärtssequenz kommt, das war dann hier relativ kurz nach der US-Eröffnung, der ersten halben, dreiviertel Handelsstunde, wo wir dann durch die Vorgaben seitens des US-Marktes über den EMA 50 zurückgelaufen sind. Das hat dann ein klares Signal geliefert und dann gezeigt, jetzt sind wir nach unten zunächst einmal fertig. Diese Abwärtssequenz, die sich seit morgens etabliert hatte über den europäischen Handel, ist gebrochen worden. Das hätten wir hier in diesem Bereich eben, als wir diese Tiefs von Dienstag unterschritten haben, sehen müssen, um ein ähnlich dann bullisches Bild zu skizzieren. Wie gesagt, hat nicht stattgefunden. Insofern war das dann relativ zügig eben hinfällig. Und jetzt kommt das übergeordnete Bild an der Stelle. Wir haben diese grünfarbene Linie jetzt halten können. Noch ist nichts gewonnen. Wie gesagt, ich denke, wir müssen einen Tagesschluss eigentlich oberhalb von 16.000 Punkten sehen. Aber es ist zunächst einmal ein positives Signal, was ich hieraus ableite. Also alles in allem war dieser Verlauf, auch dieser Test der Region mit Unterschreiten der 16.000er-Region, auch wenn er mich überraschte oder immer noch überrascht, auch vor dem Thanksgiving-Wochenende, dem verlängerten Wochenende, dass wir diesen Test hier zu sehen bekommen, das ist immer noch überraschend. Aber nichtsdestotrotz im Gesamtkontext durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Jetzt haben wir diesen Lauf zu sehen bekommen, die Region wird gehalten. Und sollte es jetzt gelingen, eben hier den DAX oberhalb von 16.000 Punkten aus der Woche laufen zu lassen. Nicht unbedingt heute, weil wir eher einen volatilen, seitwärts getriebenen, seitwärts Geschiebe mehr oder minder erwarten sollten, aber eventuell morgen in den Wochenschluss hinein. Sollten wir oberhalb von 16.000 Punkten schließen, dann vielleicht auch getragen durch, wenn auch einen dünnen Handel, aber alles in allem einfach weitere bullische Vorgaben seitens der US-Märkte an der Stelle, der S&P, der dann eben
auch heute natürlich ja bis 19 Uhr handelbar ist, aber nochmal, das wird ein unspektakuläres Treiben, weil einfach die Kasse nicht geöffnet ist. Aber wenn es dann hier jetzt zu einer deutlichen Stabilisierung oberhalb von 4,7 kommt, in dem Fall, was übrigens dann in Schlagdistanz ganz klar ist zu den Allzeithochs, dann ist das eventuell auch der Wegbereiter für eine dann in den kommenden 2,5, 3 Wochen beginnende Jahresendrallye, die ich mir durchaus vorstellen könnte. Also das heißt, in den ersten zwei Handelswochen dann im Dezember, dass dann eben hier der S&P bzw. auch der Nasdaq sich von den jüngsten Abschlägen, auf den können wir auch mal kurz wegwerfen hier, von den jüngsten Abschlägen beginnt deutlicher zu erholen. Dass wir dann diese Region um die Allzeithochs um 16,57 eben auf der Oberseite nochmal nicht nur attackieren, sondern rausnehmen. Und sobald wir diese Bullishness dann hier signalisiert bekommen, wäre das in meiner Einschätzung nach auch durchaus legitim, die Initialzündung für eben einen bullischen Lauf, Jahresendrallye eben tatsächlich im DAX. Und das gilt so lange. Also diese Möglichkeit, dieses Szenario, das gilt so lange, wie wir eben diese jetzt hier gestern ausgebildeten Tiefs verteidigen können. Also sprich, sobald wir unter, ich mache es mal rund 15,57 rutschen, also das heißt die gestern hier ausgebildeten Tiefs, noch ein Stück weit tiefer, sobald wir diese rausnehmen würden, wäre ich in Bezug auf eine Jahresendrallye zunächst einmal sehr vorsichtig. Natürlich besteht da noch die Möglichkeit, gibt es noch ein bisschen mehr Abgabedruck, wir testen vielleicht diese ganz übergeordnete Aufwärtstrendlinie, von der wir hier gestern sprachen, das ist dann roundabout wahrscheinlich so der Bereich um 15,4, 15,5 ungefähr auf der Unterseite. Korrespondiert an der Stelle auch relativ gut mit der 200-Tage-Linie. Wenn wir da eine Unterstützung finden, könnte das vielleicht dann aus CRV-technischer Sicht nochmal einen Push auf der Oberseite oder in Richtung wenigstens der 16.000er-Region nach sich ziehen. Allerdings, wie gesagt, das wäre das eher ungünstige Szenario meiner persönlichen Einschätzung nach. Wirklich auch die Wahrscheinlichkeit neuer Allzeithochs, die besteht just in jenem Moment, wenn wir eben hier zügig zeitnah über die 16.000 laufen. Im Optimalfall eben tatsächlich in den Wochenschluss hinein. Dünnes Umfeld, niedrige Vola. Wie gesagt, Chancen sind nicht so schlecht, dass wir solch einen Lauf zu sehen bekommen. Allerdings harren wir einfach mal der Dinge, die da kommen, ob es in diese Richtung eben tatsächlich geht. Sollten wir kurzfristig unter die 15,9 rutschen? Wie gesagt, auch das mit Vorsicht zu genießen, aber dünnes Umfeld, das begünstigt eventuell dann auch einen kleinen, kurzen Flashout-Moment. Dann könnte das nochmal ein bärisches eben auf den Weg bringen. Bis jetzt sieht es aber erstmal relativ passabel aus, was wir derzeit hier im DAX zu sehen bekommen. Ja, das soweit zum DAX. S&P 500 haben wir jetzt gerade im übertragenen Sinne schon ausgearbeitet. Also wir haben zwar diese Trendlinie, diese kurzfristige Trendlinie hier brechen können. Aber was wir jetzt eben auch sehen, ist in diesem Zusammenhang, auch wenn diese kurzfristige Bullishness jetzt so ein bisschen zum Erliegen kommt, wir bauen diesen überdehnten Modus, der sich hier auf Tagesbasis herauskristallisiert hat, wir bauen den über die Zeit ab. Also das heißt, wir konsolidieren seitwärts aus. Wir setzen jetzt nicht zu einer scharfen Korrektur, wo sich sowieso die Frage stellt, was würde man jetzt an der Stelle als scharf bezeichnen? Scharfe Korrektur hätte in dem Fall wahrscheinlich bereits um 4,6 aller spätestens 4,6,20 wahrscheinlich also diese Trendlinie hier einen entsprechenden Support gefunden. Jetzt sehen wir eben, dass sich dieser überdehnte Modus nach diesem Run ab Anfang Oktober, der sich hier erstreckt hat bis Anfang November über einen Monat, kurz noch mal Peaks auf neue Hochs und jetzt allerdings potenzieller Fehlausbruch, dass sich dieser überdehnte Modus eben über die Seite, über eine Range, eine Konsolidierung eben auskekst, dass sich das abträgt. Also, dass es eine Korrektur über die Zeit ist. Eine bullische Konsolidierung, wo ich tatsächlich ausgehend von den derzeitigen Vorgaben wirklich keinen Grund sehe, nicht davon auszugehen, zügig hier einen Bruch auf neue Allzeithochs über 4,57 zu sehen und das dann auch als die Initialzündung zu werten oder zu sehen, die uns in Richtung Jahresschluss, sogar in Richtung der 5000er-Region führen kann. Das wird eher ein dünnes Umfeld sein, aber genau dieses dröge Umfeld oder ich glaube, wartet mal, ich gucke mal ganz kurz. Die Übersetzung, ja, ich weiß nicht, ob das erinnert mich so ein bisschen an ein Buch, was ich jetzt jüngst gelesen habe, ein Klassiker, und zwar Reminiscences of a Stock Operator. Das ist das Spiel der Spiele. Ich zeig mal ganz kurz, ich stelle mal ganz kurz hier den Link ein. Einen Moment, ich suche das mal ganz kurz. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Aber Jesse Livermore, das ist die Biografie seinerseits. Ich glaube, ich habe auch jüngst, glaube ich, diesen Link hier einmal eingestellt gehabt, ne? Das Spiel der Spiele. Kann das sein? Ich jetzt richtig drüber nachdenke. Das Spiel der Spiele.
Er beschreibt nämlich an einer Stelle einen sogenannten Dull Market, also einen stumpfen Markt mehr oder minder. Also beziehungsweise einer, ja, wie soll man sagen? Ja, wie soll man das beschreiben? Blunt, so, flat, so, das ist so, das ist also so ein driftiger Modus, dann nenne ich das einfach mal. Vielleicht trifft das das relativ gut. Hier, ich setze mal ganz kurz den Link rein. Also, einen Moment. Livermore. Ich nenne das mal Livermore Bio. Für die Anlehnung an, das ist das die Biografie von Jesse Livermore. Aber, also, das englische Original, es ist Reminiscences of a Stock Operator. Und er beschreibt eben an dieser Stelle dieses Dull Market Environment, also dieses dröge Umfeld, ja, dünnes Volumen, was wir zu sehen bekommen. Und wo er dann ganz konkret sagt, never short a dull market. Also das heißt, auch wenn das, und im Gesamtkontext sollte man das ja nicht unterschätzen, wir haben weiter eine hoch angespannte Situation, wir haben einen zutiefst gesellschaftlichen Spannungsbogen, der gefühlt sich immer weiter spannt und wo man sich nur noch wie die Frage stellt mittlerweile, wann es mal früher oder später zu einer Katastrophe kommt, wie auch immer geartet. Also Gott bewahre, dass es so kommt, aber ich bin nicht naiv. Ich sehe durchaus immer mehr eine unglaubliche Aggression, die in den Menschen brodelt. Auch eine, ja, vielleicht auch eine gewisse Verzweiflung in der Gesamtsituation. Und das wird sich früher oder später auch in den Finanzmärkten bemerkbar machen. Das ist durchaus eine ernstzunehmende Option an dieser Stelle, die man sicherlich konterkarieren kann, also diesen, ich mache das ja mal als Beispiel, diesen potenziellen Kolbenfresser, den wir haben, der im Grunde genommen übertüncht wird im Falle eines Motors, indem ich einfach immer mehr Öl drüber kippe und im Grunde genommen dieses Problem wegliquidiere. Aber nichtsdestotrotz, im derzeitigen Umfeld, Stichwort Jahresendrallye, potenzielle Rotation, vielleicht auch in Big Tech Names und dergleichen, die ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung sowieso hier einer der Hauptgründe für diese sehr solide Performance sind, wenn man sich das in Relation zu dem breiten Markt anschaut. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf neue Allzeithochs eben im S&P dann in dem Fall brechen und höher driften, auch in den Jahresschluss hinein, ist eben verhältnismäßig groß. Und bei aller angebrachten Skepsis, ich habe das schon diverse Male jetzt auch in der jungen Vergangenheit gesagt, sollte man allerdings hier eher mit dem Momentum gehen. Und dann nach der klassischen Devise verfahren, buy the dip, beziehungsweise in dem Fall wäre es wahrscheinlich eher buy the breakout. Also das bedeutet, sobald wir keinen wirklichen Dip zu sehen bekommen, in dem Fall jetzt auf die 4620er, 4630er Region, sondern eben diesen über den Modus über die Zeit ab bauen, würden wir an der Stelle einfach sagen, okay, wir kaufen den Bruch auf neue Allzeithochs in Erwartung, dass es dann den Lauf in Richtung eben der 5000er Region gibt und dass dieser nächste Meilenstein entweder noch in den Jahresschluss hinein oder zu Beginn, relativ früh, zeitnah zu Beginn des kommenden Jahres eben auf den Weg gebracht wird. Und dieser Ausblick, der bleibt, wie gesagt, hier kurzfristig zu bestehen, solange wir diese Trendlinie, diese orangefarbene halten, beziehungsweise solange wir hier oberhalb dieser Ausbruchregion, die wir also im Bereich um die Hochs Anfang September bzw. Ende August zu sehen bekommen haben, beziehungsweise oberhalb derer, wir haben jetzt eben den Ausbruch gesehen, Anfang November und so oberhalb dieser konsolidieren zeigen. Also solange wir diese halten können, bleibt der Modus erstmal im S&P weiter ganz klar bullisch und Kursziel 5000 Punkte bleibt aktiv. Sobald wir da drunter rutschen, würde sich das Bild eintrüben. Also dann sehen wir auch potenzielle Anflüge vielleicht einer Topbildung, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit einer größeren, tieferen Korrektur, die uns sogar bis in Richtung der 200-Tage-Linie auch hier führen könnte als erste Orientierung, so um 4250, 4300 Punkte. Aber solange, wie gesagt, diese Aufwärtssequenz gehalten wird, sind die Vorgaben seitens der US-Märkte weiter bullisch und darüber hinaus dann eben auch der Ausblick in dem Fall für den DAX, der weiter bullisch eben tatsächlich bleibt. Und ja, das also zum DAX, zum S&P. Ich hatte gerade initial gesagt, Blick auf Zoom bietet sich durchaus mal an. Es war gestern ein ganz, ganz interessantes Szenario, ehrlich gesagt. Ich hatte nur eins skizziert gehabt. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen in der Discord-Community. Moment, hier haben wir es. So. Also ich gebe euch mal ganz kurz hier einmal den Link. Und wir werden gleich auch noch anknüpfen daran, an die Frage oder auf die Frage eingehen, dann im Hinblick auf WTI, die da zum Thema gemacht worden ist. Also hier ist einmal der Link zur Discord-Community. Und ich hatte gestern ja schon im Morning-Meeting dazu was gesagt. Ach nee, Moment, ich sehe gerade. Hier, gestern.
Das habe ich auch genauso eben tatsächlich dann niedergeschrieben zunächst einmal. Ich hatte in dem Zusammenhang hier dieses Bild aus der Vorbörse, das war relativ knapp vor 15 Uhr gestern, also knapp vor dem Open. Und ich habe dann einfach an der Stelle gesagt, naja, guck mal, wenn wir die 2,10 rausnehmen, halten könnten, wäre das ein bullisches Signal. Stichwort Bodenbildung auf die eigentlich soliden Earnings, also Inline-Earnings, so nenne ich die jetzt mal am Vortag, aber dann doch dieses relativ scharfe Gap Down, weil das ein starker Wachstumstitel ist und diese starken Wachstumstitel eben mit einem sich entschleunigenden Wachstumsmomentum eher Abgabedruck sehen, besonders wenn sie so scharf gelaufen sind in 2020, war es vorher, wie sie eben gelaufen sind, beziehungsweise sei ich seit nunmehr Anfang diesen Jahres eigentlich in einem Korrekturmodus, gesunden Korrekturmodus, ausgehend von dieser potenziell auch fundamentalen, sehr stark, sehr hohen Bewertung, eben zumindest korrektiv zeigen. Und jetzt, wie gesagt, haben wir diesen Push gesehen, halten aber der 200, das war ein relativ gutes Zeichen, auch in die letzten 90 Handelsminuten hier an der Stelle. Und das konnte man erstmal als positives Signal werten. Wie gesagt, wenn wir dann die 210 rausnehmen, das war dieses Zwischenhoch, was sich dort dann gestern, also vorgestern ausgebildet hat, dann haben wir in dem Zusammenhang vielleicht das Anzeichen einer etwas ausgeprägten Korrekturbewegung zurück, bis in Gefilde um 220 roundabout. Und jetzt habe ich dann noch geschrieben, und das, ich bedauere es im Nachgang so ein bisschen, weil es nämlich eigentlich zu eng gefasst ist, ehrlich gesagt. Ich habe geschrieben, wenn wir stattdessen unter die 204 fallen, in dem Bereich hat der Zweitages-volumengewichtete Durchschnittspreis an der Stelle eben hier sich wiedergefunden, dann wäre ich eher skeptisch, könnte mir vorstellen, dass wir einen Drop in Richtung der 196 zu sehen bekommen. So. Das, was ich jetzt daran bedauere, ist ehrlich gesagt, ich gehe mal ganz kurz hier auf mein Chart, damit wir auch die Vorbörse haben, dann hat man eine bessere Vorstellung davon. Das, was ich dabei so bedauerlich finde, ist, und da sieht man auch, warum die Vorbörse so ein unglaublich wichtiges Umfeld eben darbietet. Wir haben in diesem Bereich hier so um die Roundabout 204, beziehungsweise ein Stück weit vielleicht tiefer hier um 203 aus der Nachbörse am Dienstag haben wir ein Tief und dann relativ zügig eigentlich im Bereich hier um 202, so ein Zwischenhoch, welches ja dann dynamisch zurückerobert hat werden können. Und das ist jetzt der Rewop und das ist das Volumen. Und wir haben auch relativ unter anziehendem Volumen diese Region um 202 hier, diesen Bereich rund gesprochen, 201, 202, haben wir den zurückerobern können. Du kannst aus diesem Bereich, kannst du eigentlich eine Unterstützungsregion ausmachen und kannst dann ausgehend hiervon sagen, das ist potenziell, besonders eben, wenn wir zur Eröffnung eben hier einen Flush zu sehen bekommen, der uns unter diese Tiefs führt, besonders unter die 205 ist es roundabout. Die 202 ist dann vielleicht so eher dein sogenannter S2 an dieser Stelle. Unser Flush in diesem Bereich, den kann man durchaus mal rein spekulativ long handeln. Also ich glaube, das ist durchaus eine legitime Herangehensweise, wenn auch ein kleines Risiko an der Stelle. Aber das CRV ist halt relativ attraktiv, besonders wenn sich die Situation so darstellt, wie sie sich darstellt. Also solide Earnings waren es. Wir haben, wie gesagt, aber eine Entschleunigung des Wachstumsausblicks, aber wir sind halt auch schon in Erwartung, dass sich dieser Wachstumsausblick entschleunigt. Sehr stark korrigiert. Also wir können ja mal ganz kurz hier auf den Daily schauen an der Stelle. Ne, wir hatten das jetzt schon zum Thema gemacht, von wo wir hier kommen. Wir kommen von gefüllten Roundabout um fast $600 die Aktie und haben seitdem eine Korrektur von fast 70% gesehen jetzt und sind folglich auf dieses Gap Down schon in einen sehr, sehr starken überdehnten Modus auf der Unterseite vorgestoßen. Also das heißt, das Angebot, was in den Markt gegeben wird, das nimmt potenziell eher ab. So, und wenn du das dann in Kombination nimmst, dann sagst du an der Stelle, dieser Bereich um 202 hier so roundabout, der ist durchaus interessant, sollten wir zur Eröffnung nochmal diese Region anlaufen, aber dann gegen diesen Bereich wieder Käufe in den Markt kommen sehen. Und das war so dahingehend spannend, weil wir fast punktgenau auf die 202 gelaufen sind, nur um von dort dann einen Bounce zu sehen, der uns in Richtung der 210 geführt hat. Und das mache ich deswegen zum Thema. Auch wenn wir danach den Break nicht zu sehen bekommen haben. Aber hier, das könnte man so als so eine Art Opening Play verstehen. Also ein sehr kurzfristiges Play, was in den ersten 30 Handelsminuten maximal eben tatsächlich läuft. Also das heißt, wo wir einfach sagen, wir haben hier ein klares Level, welches wir anvisieren, gegen welches wir Nachfrage reinkommen sehen möchten. Und wir kommen auch mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko fast schon in den Trade rein. Also wenn wir einen 20% ATR-Stop nehmen, auf eine Average to Range der letzten 22 Handelstage hier von roundabout $10, ein bisschen mehr ist es, dann habe ich ein $2 Risiko pro Aktie. Das ist schon recht fett. Also das ist schon ein recht großes punkttechnisches Risiko. Aber selbst mit einem 2 Dollar Risiko habe ich bei einem Bounce gegen dieses Level, der uns dann in Richtung hier der 210 führt,
Habe ich ein CAV von 4 zu 1. Ganz zu schweigen mal von der Möglichkeit, dass ich eventuell hier sogar mit einem kleineren Risiko reinkomme, weil ich ja genau weiß, sobald wir unter die 202 fallen und uns unterhalb halten, bin ich ja für den Trade falsch. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ich habe eventuell hier sogar nur ein Risiko von einem Dollar, vielleicht einem Dollar 20 maximal. Was natürlich das CAV bei solch einem Bounce, wie er sich dann dargestellt hat, dramatisch verbessert. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wir haben ja in diesem Szenario durchaus etwas, was wir darüber hinausgehend analysieren können, was sich durchaus mal anbietet, wo wir eben diese Konstellationen vorfinden. Entweder wir sind schon sehr, sehr stark überdehnt auf der Unterseite, die Earnings, die dann veröffentlicht werden, bestätigen das, was wir schon vorher potenziell eingepreist haben. Wir haben Kursniveaus, wo wir dann eben auch gegen riskieren können, besonders ausgehend von dem Handel am Vortag. Und dann sagen wir einfach, nun ja, sobald wir in Gefilde um den S2 bzw. den S3 laufen, so splitte ich das ja dann entsprechend immer auf, haben wir eventuell Bereiche, gegen die man durchaus mal spekulativ, sehr kurzfristig orientiert, fast schon Scalp-Trading-Charakter mäßig sich positioniert, in Erwartung, dass es zu einem schärferen Bounce in zum Beispiel die Gefilde kommt, die sich am Vortag hier herauskristallisiert im Bereich um 210. Und das ist durchaus etwas, das bietet sich potenziell an. Also das geht nicht immer auf, aber ich glaube, die CRVs alleine zeigen, du musst auch nicht besonders häufig auf solch einen Gedanken richtig liegen, um hier an dieser Stelle dennoch profitabel damit zu agieren, denn du hast ein CRV, welches im Bereich um 4 zu 1 und wesentlich größer vielleicht sogar ist. Also im Fall, wenn ich jetzt mir überlege, das ist ein Bounce hier von 8 Dollar gegen diese Gefilde, selbst wenn ich um die 203 noch in den Trade reinkomme, dann habe ich auch hier ein Risiko unterhalb der 202, dann habe ich 1 Dollar Risk, gehe auf der Oberseite auf die 210, habe 7 zu 1 ein CRV. Und da sehen wir da ja schon an dieser Stelle, selbst wenn ich nur eine Trefferquote von 30%, da bin ich profitabel auf den Trade. Also 3 aus 10 Mal nur richtig liege auf solch eine Überlegung. Also das ist durchaus etwas, das machen wir jetzt auch deswegen zum Thema, auch wenn es erstmal im ersten Moment nur ein Gedanke ist, meinerseits, den ich hier präsentiere, aber den ihr vielleicht nutzen könnt. In einem jetzt ruhigeren Marktumfeld, verlängertes Wochenende potenziell, ja, klein bisschen Handel findet statt, aber es ist alles nicht so spektakulär. Vielleicht bietet es sich das an, dann einfach mal so sein Repertoire einfach zu erweitern oder Ideen zu formulieren, was man mal beobachten könnte, wo man vielleicht mal Setups für sich eben hier überlegen könnte, die man dann eben entsprechend plant umzusetzen in der Zukunft und die eventuell dann das Jahr 2022 machen, um es mal so zu halten. Also, das ganz kurz einmal zu zoomen. Das wäre es allerdings auch schon jetzt in den Einzeltiteln gewesen. Also, mehr habe ich an dieser Stelle eben tatsächlich nicht. Jetzt überlege ich kurz, ich glaube, jetzt machen wir mal ganz kurz WTI, beziehungsweise bevor wir zu WTI kommen und diese Gedanken hier aus der Trading, aus der Discord-Community zum Thema machen. Hier ausgehend von Thomas Frage. Thomas fragt nämlich nach CL. CL ist das Kürzel für den Future, Crude Oil Future, an der Stelle WTI Future. Also da dann entsprechend die Charts. Bevor wir uns die allerdings anschauen, wie ich zu dieser Einschätzung hier komme, die Gedanken dazu finden sich hier auch nochmal schriftlich in der Discord-Community, gucke ich mal ganz kurz. Okay, wir haben hier eine Frage zu Volkswagen. Zu Paul und der Renominierung hatten wir, ich überlege, Donnerstag, war es Dienstag, ne? Sind die Dienstag oder war das Montag? Ich glaube, Montag war das. Da hatten wir im Morning Meeting gestern oder vorgestern, hatte ich dazu einiges gesagt gehabt, wie das einzuschätzen ist. Also ich persönlich glaube, dass diese Reaktion, die wir hier ganz besonders in Gold gesehen haben, dieser übertriebene Drop, so möchte ich ihn mal bezeichnen, das ist der 5-Minuten-Chart hier an der Stelle. Und da kam ja dann, das war Montag, da kam hier dieser scharfe Flushout auf der Unterseite, der potenziell korrespondierte mit dieser Aussage. Also ein Kausalzusammenhang lässt sich da durchaus schon herstellen. Ich glaube allerdings, dass das eine potenzielle Nebelkerze war, um dann das, was eigentlich gelaufen ist, hier so ein bisschen zu verdecken. Nämlich Stichwort Optionsverfall, der war nämlich am Dienstag. Und da hatten wir nach der 1850, dessen Gefilde wir hier noch gehalten hatten, noch kurz am letzten, was, Montag? Ja, Freitag letzte Woche. Also das war noch, wir waren noch in potenzieller Schlagdistanz hierzu. Wir haben dann einen sehr deutlichen Flush drunter zu sehen bekommen und auch sind sogar unter die 1800er Marke an der Stelle ja verkauft worden und haben unterhalb dieser dann den Verfall zu sehen bekommen. Ich glaube, dass das eher verfallsbedingt war, weil sich der Unterschied zwischen Brainard und zwischen Powell nicht so dramatisch darstellt. Also der Markt hat eventuell Brainard erwartet, also das ist das, was der Markt spricht, wenn ich mir Gold anschaue, wenn ich mir die Zinsentwicklung anschaue. Ich würde sagen, der Markt hat Brainard erwartet, die ist nochmal
mehr Dovish als Paul, aber unterm Strich ist das in Anführungsstrichen gehupft wie gesprungen und macht keinen großen Unterschied. Deswegen finde ich die Reaktion hier ziemlich dramatisch, ehrlich gesagt. Finde die als nicht wirklich gerechtfertigt. Und deswegen würde ich auch sagen und weiterhin nochmal bestätigen, auch wenn das jetzt bis jetzt nicht aufgegangen ist. Wir haben gestern nochmal einen kurzen Flashout hier unter die Tiefs gesehen, unter die 87 sogar. Also die Tiefs, die wir hier am Dienstag ausgebildet haben. Aber wir beginnen jetzt gegen diesen Bereich langsam aufzudrehen, hangeln uns zurück und das ist ein Signal, dass wir vielleicht jetzt hier nach unten zunächst fertig sind. Das, man könnte auch auf Gold bezogen dann hier sagen, wir arbeiten vielleicht an etwas, das könnte man als schon fast bärische Divergenz werten. Also sprich, wir haben tiefere Tiefs markiert. So, hier leicht tiefere Tiefs markiert und die sind nicht mehr im RSI bestätigt worden. Ich mache das mal ein bisschen größer. Kann man, glaube ich, nicht so gut sehen. So, dehne das mal ein bisschen aus. Also das hier oben ist der Stundenchart, ja. Und wir sehen dann an der Stelle, zack, dass wir hier ein Signal bekommen, dass sich das bärische Momentum beginnt abzuschwächen. Also ich würde das jetzt noch nicht alleinstehend als Signal werten, dass wir jetzt long gehen gegen den Bereich. Aber wenn ich das kombiniere mit dem Umstand, dass wir hier dann wiederum auf diese Tagesebene ganz unten eingefangen, einen Rücklauf zu sehen bekommen haben in diese Trendlinie. Also steigende Tiefs, die wir zu sehen bekommen haben über die letzten 2, 2,5 Monate, ab hier den September-Tiefs, dann hier die November-Tiefs bis dahin. Und jetzt setzen wir nochmal auf diesen Bereich auf. Muss ich sagen, finde ich das mehr und mehr Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktiv, hier einen Long einzustreuen. Das gilt ganz besonders, sobald wir über die 1795 eben zurücklaufen würden an der Stelle. Also das heißt, vielleicht ist hier, bietet sich so eine Art Breakout-Trade an. Also gestern hatten wir ein Szenario, wo ich ein Long-Szenario thematisiert hatte mit dem Stop gegen die Tiefs. Der ist geholt worden, hier an dieser Stelle. Wir flashen runter, aber wir sehen eben kein Follow-through. Und das ist jetzt eine Bestätigung eigentlich, dass jetzt mehr und mehr die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Boden kurzfristig mindestens drin ist. Das Szenario von gestern bleibt eben aktiv und sprich Rücklauf in Richtung dann 8,35 und eventuell höher. Mit Stop in dem Fall, wenn wir uns jetzt hier auf dem Breakout 7,95 Long positionieren, der ein oder andere sagt vielleicht, die 3 Dollar sind geschenkt an der Stelle. Chance, dass wir jetzt hier im Breakout zu sehen bekommen, ist verhältnismäßig hoch. Riskiert gegen die 7,77 sind 15 Dollar ungehebelt Risiko. Pro Feinunze gehen wir auf der Oberseite auf die 8,35. An der Stelle sind 40 Dollar, also ein CRV von 2,5, 3 zu 1, vielleicht sogar fast schon hier an dieser Stelle für solch einen Trade. Also, das bedeutet etwas anders formuliert. Hier hat sich jetzt mehr und mehr eigentlich die Konstellation, dieses erwartete Szenario, potenziell kurzfristig mindestens eine Bodenbildung durch den gestrigen Verlauf, auch wenn es ein bisschen ungünstig war, weil wir nochmal tiefere Tiefs markiert haben, aber hat begonnen, sich eher zu manifestieren. Also, ich bin hier jetzt heute sogar noch überzeugter, dass wir kurzfristig einen Boden drin haben. Und nochmal, selbst wenn es nicht so wäre, haben wir ein Level, gegen das wir riskieren. Also, sprich, etwas anders formuliert, wenn wir jetzt unter 7,77 fallen würden, dann sei es so gewesen, dann ist das noch nicht der Boden gewesen. Auf der Kehrseite glaube ich allerdings vor dem Hintergrund der Gesamtkonstellation und weil sich das Gesamtbild noch nicht dramatisch oder ganz und gar nicht verändert hat, eigentlich die fundamentalen Aussichten für Gold, die sind eigentlich noch günstiger geworden durch die jüngsten Zahlen. Anziehende Inflation, die ja diesen initialen Break hier höher nach sich gezogen hat. Wir sehen in dem Zusammenhang jetzt zwar anziehende Zinsen, aber zeitgleich auch dass der Markt zwar da mit widerspiegeln oder signalisiert, wir erwarten eine anziehende Inflation, aber man hat wirklich eigentlich keine Gegenwehr zu erwarten. Das ist auch das, was zum Beispiel im Hinblick auf das FED-Statement von gestern im Sitzungsprotokoll sich zurückschließen lässt. In dem Stand, im übertragenen Sinne, man nimmt wahr, dass es Inflationsdruck gibt und man hat auch einige Stimmen, die lauter werden, dass dann früher oder später Zinsanhebungen denkbar werden an der Stelle. Aber es hat in der Konstellation jetzt noch nicht dazu geführt, dass konkret thematisiert wurde, wie man das derzeitige Dilemma versucht in den Griff zu bekommen, hinsichtlich nämlich der bis noch Mitte, wenn dann auch kontinuierlich reduzierten, aber am laufenden Anleiheaufkäufe im Rahmen des QE-Programms in den Griff zu bekommen. Also wenn wir jetzt mal hier bis Juni zum Beispiel schauen, da sieht man die Wahrscheinlichkeit, dass man hier
recht zügig in das Ende der Anleiheaufkäufe, vielleicht sogar den letzten Schritt, Taper, Rückführung der Anleiheaufkäufe auf Null und dann Zinsanhebung, dass diese Wahrscheinlichkeit kontinuierlich begonnen hat anzusteigen. Aber es sind eben dann auch nur ganz minimale, moderate Schritte, die nicht in der Lage sein werden, den sich weiter aufbauenden Inflationsdruck in irgendeiner Form zu dämpfen. Das gilt auch, da sind wir jetzt, also das ist ein fließender Übergang jetzt im übertragenen Sinne. Also alles in allem, wie gesagt, die charttechnische Konstellation für Gold noch ein bisschen günstiger, als es gestern war. Wie gesagt, Break über 9,95, Long mit Stop unterhalb der 7,77, was ist es denn hier ganz genau? Ja, 7,78, dieser Bereich eben, also die Tiefs von gestern. Aber kommen wir mal ganz kurz auf WTI an der Stelle. Auch in WTI kristallisiert sich heraus, also der Energiesektor, der hat natürlich einen ganz wesentlichen Anteil. Wo habe ich denn jetzt hier? Spot Crude da. Einen ganz wesentlichen Anteil natürlich an der am Ausblick für die Inflation. Also anziehende oder steigende Ölpreise an dieser Stelle haben natürlich Auswirkungen auf die gesamten Lebenshaltungskosten der Menschen, nachvollziehbarerweise. Die Inkompetenz der jeweils zuständigen, Stichwort Biden Administration, ist auch wie hierzulande die Politik. Es offenbart sich immer mehr und immer mehr, dass die Herrschaften, die dort sitzen, offensichtlich überhaupt keine Ahnung haben. Ich habe gestern ein Interview gesehen, ich dachte erst, das ist ein Fake. Also vielleicht ist es das, keine Ahnung, es gibt ja diese Deepfake-Videos von Kamala Harris. Da wurde sie, glaube ich, gefragt, was Inflation ist, ob sie das mal erklären kann. Ja, und dann hat sie da gestanden und druckste rum. Sie konnte Inflation nicht erklären. Sie wusste nicht, wie das ist. Naja, das ist halt, wenn, also dieses Video wirklich, das ist jetzt, ich mache keinen Spaß. Also die hat dann so Sachen gesagt wie, naja, das ist halt, wenn, wenn die Kosten halt steigen, so für Brot und Benzin und so, also, und das wird dann für die Leute teurer. So hat die Inflation erklärt, okay? Also wenn das mir einer in der, sagen wir mal, dritten Klasse so darbietet, dann würde ich sagen, vorausgesetzt, das ist dann der Anspruch, ich weiß nicht, wie sich das heute schon in der Schule darstellt, würde ich sagen, gut, hast du schon mal, weißt, was Inflation ist, hast ein Gefühl dafür. Allerdings, wenn eine US-Vizepräsidentin so Inflation erklärt, dann muss ich schon sagen, das lässt nichts Gutes ahnen, weswegen die Dame dort in der Position sitzt, in der sie sitzt. Also mit Kompetenz, ich meine, sollte jetzt keine Inflationsexpertin sein oder irgendwie eine Volkswirtin oder so, die wie das Amt der Vizepräsidentin wird, aber ein bisschen einen erwachseneren Sprech, ja, den würde man sich dann sicherlich schon wünschen. Und das war, ist es nur ein Beispiel. Da gibt es noch ein anderes Video von, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Energiepräsidentin, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt mal ganz kurz gucken, Energy Biden Press. Ich muss mal gucken, ob ich da was zu finde. Press Conference. Oil Reserves. Ich guck mal kurz, ob ich so. President Reese von Biden knows. Ich bin, ja. Ein Moment. Ich muss mal kurz gucken. Die Dame, die konnte auch nicht so wirklich helfen. Ich guck mal kurz. Ist sie das? Oh ja, there we go. So. Diese Dame hier, das ist der offizielle Twitter-Account von ihr. Secretary Jennifer Granholm. Secretary, 16th Secretary of Energy, former Governor of Michigan, also auch Biden Administration, steht hier. Und das Interessante ist, ich guck mal ganz kurz, vielleicht ist es in den Fragen darunter. Vielleicht kann man das hier erkennen, die Kommentaren, dass der Ausschnitt hier kam. Ja, da ist er. Genau, das ist nämlich der Ausschnitt. Also, das ist die Dame hier, ja, das ist die gleiche Pressekonferenz. Sie wird gefragt, also nochmal, sie ist der, ich weiß nicht, heißt das Energieminister dann übersetzt? Sie wird gefragt von einem Journalisten, how many barrels of oil does the US consume per day? Also, wie viele Barrel Öl werden seitens der USA pro Tag konsumiert? Also, wie hoch ist der Energieverbrauch oder der Ölverbrauch an der Stelle? Und diese Zahl, ich glaube, ich habe es jetzt selber nicht gecheckt, aber ich glaube, die könnte man relativ zügig googeln und das sollte man vielleicht auch jetzt mal unabhängig davon, also wir wüssten es jetzt nicht, aber wir sind auch nicht die Energie-Secretaries oder Energieminister der Biden-Administration. Sie konnte keine Antwort auf diese Frage geben. Sie weiß es nicht, noch nicht mal ansatzweise. Die hat keine Ahnung, die weiß es nicht. Also jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist so schlimm, das kommt drauf an. Also mittlerweile
summieren sich die Fälle auf, in denen die Inkompetenz der uns Regierenden, also in den USA bzw. auch hierzulande, doch deutlich zunehmen und immer mehr erkannt wird, dass diese Herrschaften offensichtlich völlig inkompetent sind, also nicht, keine Ahnung von irgendetwas haben, was sie da machen. Deswegen ist das ja auch so amüsant, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Neubesetzung unter der Ampelkoalition der diversen Ministerien eben betrachtet. Ich werde es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ich Mainstream-Medien nicht mehr konsumiere, aber nichtsdestotrotz, wahrscheinlich wird der Aufschrei so laut sein, dass er auch an jemandem, der Medien, Standardmedien nicht mehr konsumiert, eben vorbeigeht, wenn eben Frau Annalena Baerbock als Außenministerin sich irgendwo lächerlich macht. Also man dachte ja schon, man hatte den Tiefpunkt fast schon mit Herrn Maas erreicht, aber man schafft es offensichtlich. Mal gucken, also man will der Frau jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie es nicht hinkriegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die nochmal ein tieferen Punkt liefert, als Herr Maas ihn diverse Male im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, geliefert hat. Gut, aber wir wollen jetzt hier kein Bashing von Politikern machen dergleichen. Worum es mir hauptsächlich geht, im Hinblick jetzt zurückkommt auf die Situation in den Märkten. Also, die haben in dem Zusammenhang eine in dem Fall Biden-Administration, die eben Maßnahmen verabschiedet, die darauf abzielen, hier den Inflationsdruck dadurch zu dämpfen, dass man zum Beispiel Ölreserven freigibt, infolgedessen mehr Angebot liefert für den Markt und das dann dafür sorgt, dass wir eben den Preis unter Druck kommen sehen. Das ist aber ganz interessant, wir hatten das jetzt ja schon jüngst zum Thema gemacht. Übergeordnet hat es zwar eine Korrekturbewegung gegeben, die ist auch, also verhältnismäßig scharf schon ausgefallen. Wir reden von einer Korrektur von 10%, wenn wir von $85 ausgehen, die wir jetzt hier ein bisschen gefiltert um 75 im US-Dollar pro Barrel sich haben erstrecken sehen, ein bisschen mehr als 10%. Jetzt am Ausgehen von den Oktober- und Jahrestiefs bis hierhin, innerhalb eines Monats. Wir sind jetzt in einen wichtigen Bereich zurückgelaufen, ehemalige Hochs, das ist so roundabout die 75er-Region. Das ist auch jene Region, die ich hier zum Thema gemacht hatte. Also hier, diese Konstellation. Und jetzt ist es so, $75, dieser Bereich, der konnte zunächst gehalten werden. Aber nicht nur, dass er gehalten hat werden können, sondern wir haben eben auch einen Bruch dieser Trendlinie zu sehen bekommen. Und was ich jetzt, also hier oben, das ist eine Stundenchart an der Stelle, was wir jetzt eben zu sehen bekommen ist, dass diese Nachbruch dieser Abwärtsstruktur hier, also dieser Trendlinie zunächst einmal, Abwärtsstruktur gebrochen, würde wahrscheinlich auch rein auf markttechnisch basierender Trader sagen, bekommen wir erst zu sehen, wenn wir über 79 eben laufen, schließen, 79,50 eventuell. Aber ich finde schon alleine dieser Bruch dieser Trendlinie ist ein sogenannter Change in Character. Und er zeigt auch, dass offensichtlich selbst die Sorge, dass dort mehr Angebot an Öl auf dem Markt gegeben wird, unter den Marktteilnehmern nicht wirklich als besorgniserregend im Hinblick auf die weiteren bullischen Vorgaben für den Ölpreis eben gewertet werden. Also so würde ich diesen Kursverlauf hier definitiv eben entsprechend interpretieren. Und das bedeutet sehr konkret gesprochen, um jetzt weitere Kursniveaus hier zum Thema zu machen, solange wir meiner Einschätzung nach hier besonders diese 77er-Region halten können, über die wir dann hier gebrochen sind und wo wir jetzt beginnen, Sequenzsteiger, Hochsteiger, Tiefs eben auszubilden und somit uns ebenfalls auch oberhalb dieser Trendlinie konsolidieren, sehe ich relativ wenig Gründe, nicht hier davon auszugehen, dass es zügig wieder zu einem Lauf deutlich über die 80 kommt. Erstes Ziel im Bereich um 82 vielleicht, beziehungsweise darüber in Richtung der 85er-Region eben. Das ist zu Aufschlägen in diese Gefilde eben kommt. Das hängt so ein bisschen jetzt davon ab, welche Aggregation du hier heranziehst. Ne? Das ist ein sogenannter Continuous Contract, also es kommt da durchaus zu potenziellen Verzerrungen. Also wenn man hier mein Chart sich zum Beispiel anschaut, dann sieht man, dass die Grundlage, auf der sich hier der Preis berechnet, in die Richtung kommt, aber nicht ganz stimmt, in Anführungsstrichen. Das hat damit zu tun, dass verschiedene Kontraktlaufzeiten bzw. Kontrakte herangezogen werden, um diesen Continuous Contract zu berechnen. Also die nehmen den aktuellen Kontrakt und dann den nächsten Monatskontrakt und rollen das dann immer kontinuierlich, sodass du einen fortwährenden Lauf hast und keinen Kontrakt, also im CFD-Bereich, keinen Kontrakt, der dann eben entsprechend verfällt. Und dadurch kommt es hier zu diesen Verzerrungen. Also das bedeutet, dieses Bild, das muss man eventuell abhängig von seinem WTI-Chart, je nachdem welchen Broker und welchen Kontraktmonate man heranzieht, entsprechend anpassen. Aber die Überlegung, die bleibt die gleiche, weil natürlich die Kursverläufe sehr stark positiv 1:1 sind, nur mit unterschiedlichen Preisniveaus, die das eben zeigt. Und sollten wir uns hier oberhalb, wie gesagt, dieser Region halten können, das ist in dem Fall die 77er-Region, in dem Fall, den ich hier eingefangen habe, dann ist es so, dass ich davon ausgehe, dass wir über kurz oder lang einen relativ scharfen Push wieder auf der Oberseite sehen, der uns in Richtung eben hier der jüngst markierten Hochs führt und höher. Also das bedeutet, dass selbst diese jetzt freigegebenen Ölreserven nicht weiter zum Abgabedruck eben beitragen. Und
dass das weiter den Inflationsdruck aufrechterhält. Genau, wir wollen den Gedanken kurz schließen an der Stelle. Also bedeutet etwas anders formuliert, dass wir jetzt in dieser Konstellation eben weiteres, nicht nur Aufschlagspotenzial im WTI haben, sondern infolge eben auch der Auswirkungen auf die Inflationsentwicklung dann weiteren Druck auf die Inflation sehen, während eben zeitgleich sich die Frage stellt, besonders wenn es vielleicht ein bisschen turbulenter wird, durch anziehende Zinsen im Aktienmarkt, das ist auch durchaus eine Option. Also aktuell skizziere ich zwar ein sehr bullisches Bild, Sprichwort Jahresendrallye und dergleichen, aber zu Beginn des kommenden Jahres, Mitte, Ende Januar, Februar, könnte es durchaus ein bisschen turbulenter werden, infolge vielleicht dann anziehender Volatilität durch verstärkte Rotation, deutlich anziehende Zinsen, Tech-Bereich, vielleicht dann auch mal Share von Pullback in den Big Tech Names. Also da gibt es verschiedene Szenarien, die man skizzieren kann, die durchaus Volatilität nach sich ziehen können und dann an der Stelle eben dazu führen, vielleicht hier auch die Fed genötigt wird, in irgendeiner Form geldpolitisch expansiver aufzutreten, was natürlich den Zins drücken dürfte, zeitgleich aber nicht die Inflationserwartung reduziert, sondern eher vielleicht noch anfeuert, die Realverzinsung negativ werden lässt und dann sind wir wieder bei Gold, wo dann eben entsprechende Bullishness sich vielleicht herauskristallisiert. So, das also zu WTI an der Stelle. So, und jetzt habe ich nicht vergessen, ich habe es nicht vergessen. Frage nach Volkswagen. So, die holen wir aber ganz kurz hier drauf. Einen Moment, ich gucke auch, bevor wir jetzt hier durchfahren, durchstarten. So. Aber dennoch einmal kurz vorher in die Chatbox. So. So. Einen Moment. Ja, die Frage kann ich schon mal beantworten. Happy Turkey Day, also Turkey für Thanksgiving beziehungsweise Truthahntag. Ja, Handel ist möglich, verkürzt in den USA, also in Bezug auf den Future. Das heißt, den S&P Future oder auch den Dow Future kann man verkürzt bis 19 Uhr traden. US Equities Kasse Wall Street ist geschlossen, also das heißt, die sind nicht handelbar. DAX ist standardmäßig durchhandelbar, allerdings mit erwarteter niedriger Volatilität in natürlich der zweiten Tageshälfte, sprich Abend. Aber Trading ist möglich. Mal schauen. Ja, man hofft ja das Beste, aber ich befürchte, ja, also ich meine, aber die Fallhöhe ist nicht mehr besonders hoch, ne? Wenn man sich unsere Politiker hier in der Stelle anschaut, das Problem ist halt, die könnten ja unter sich bleiben und könnten ja da ihren Ringelpiez mit Anfassen gerne spielen. Das Problem, was sich mittlerweile herauskristallisiert, ist, dass einem immer klarer wird, dass man für diesen Wahnsinn bezahlt und zwar nicht zu knapp. Ja, und dass man jetzt nicht nur monetär zur Kasse gebeten wird, sondern mittlerweile eben auch andere darüber hinausgehende Maßnahmen eben und Versagen zu tragen hat. Deswegen stellt sich auch mir langsam, wie gesagt, die Frage, wie lange man hier den Brunnen noch zum den Krug zum Brunnen gehen sieht, bis er schlussendlich bricht. Also, aber ja, wie gesagt, die Deutschen sind ja bekannt dafür, die lassen sich lange Zeit vieles gefallen. Mal gucken, wie lange das noch geht. Das war das Erste, was ich an der Stelle gelesen habe, was ich ge gedacht habe. Und dann muss ich wiederum sagen, glaube ich, ja, das ist ein netter Gedanke, aber ich glaube nicht, dass der Priorität hat. Also Martin schreibt gerade, Lindner könnte als Finanzminister den verfassungswidrigen Absatz 6 im Einkommensteuergesetz streichen. Stichwort Verlustverrechnung bestimmten derivativen Finanzprodukten. Aber ich befürchte, da wird der Fokus anderweitig liegen, tatsächlich. Also ich glaube, das wird, wenn überhaupt, wird das nur mit viel, viel Wohlwollen wird das geändert werden. Ah, okay. Ja, das habe ich ja auch gehört. Also das heißt, Aktienfonds im privaten Bereich zu erweitern und dergleichen. Also die gesetzliche Altersvorsorge. Ich habe mich damit nicht im Detail auseinandergesetzt, was dieser Paragraph auch generell, was das jetzt im Koalitionsvertrag generell beinhaltet. Aber ich befürchte, dass auch das ein Indiz dafür ist, dass wir eventuell vor einem Top stehen könnten, einem
mindestens kurzfristigen Top in Equities. Also ich wäre schwer überrascht. Das ist sowieso sehr interessant. Auch dieser kontinuierliche Fokus, der jetzt auf Altersvorsorge im Aktienbereich geswitcht wird. Viele Neo-Broker, die in diesen Bereich vorstoßen, dort entsprechende Angebote schaffen. Viele Diskussionen, die in diesem Bereich eben forciert werden. Das ist nachvollziehbar. Also ohne Frage, also ich komme zu keinem anderen Schluss, kann zu keinem anderen Schluss logischerweise kommen. Aber nichtsdestotrotz ist das eventuell etwas, was zunächst einmal dazu führen wird, dass wir einen sehr scharfen Pullback sehen, dass das verteufelt wird und dass in dieses Verteufeln sich dann vielleicht längerfristig hoffentlich eine positive Entwicklung im Aktienbereich wieder herauskristallisiert. Das ist meine Sorge, ehrlich gesagt. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Derzeit gibt es auch keine Anzeichen, dass es so kommt, aber es ist durchaus eine Option, die man im Hinterkopf haben sollte. Ja, ich hab dich nicht vergessen. An Madvoter, ich habe dich nicht vergessen. Zeitnah werde ich mich bei dir melden. Ich bin aktuell ein bisschen eingespannt, aber ich hab dich nicht vergessen, versprochen. Gut, Volkswagen. Sonst kommen wir wieder von höchsten auf Stocks. Also, jüngst Abschläge gesehen. Ne? Also sehr deutlich, sehr stark gelaufen, jüngst sehr stark gelaufen, besonders mit dem Abprall hier gegen die untere Range-Begrenzung. Das war so der Bereich um rund 250. Wir haben ja eine recht breite Range hier herausgebildet, jetzt über die letzten Monate eigentlich schon. Das ist eine Konsolidierung, die jetzt nunmehr weit über ein halbes Jahr reicht, also weit über, ist ein bisschen übertrieben, 7 Monate, 8 Monate. Eine Range, die sich herauskristallisiert hier zwischen 3,10, 3,15 auf der Oberseite und 2,50, 2,55 auf der Unterseite. Derzeit sieht es eben danach aus, nach den jüngsten, jetzt nach dem erneuten Überrollen hier, so gegen die vielleicht psychologisch relevante 300er-Region, dass wir nochmal den unteren Range-Bereich anlaufen. Wichtiger, meiner Einschätzung nach wichtiger Bereich, nämlich ausgehend davon, dass man überlegen könnte, dass diese Region hier um rund 2,50, dass die vielleicht sich anbietet, um längerfristige Long-Engagements aufzubauen, vorausgesetzt die Range kann gehalten werden. Aber was diesen Bereich natürlich interessant macht, ist der Umstand, dass wir mit relativ kleinem Risiko eigentlich in den Trade reinkommen, weil wir wissen recht zügig, wann wir falsch sind. Nämlich, wenn wir aus der Range auf der Unterseite rausbrechen und dann eine Rückeroberung nicht stattfindet an dieser Stelle. Also das ist durchaus ein Szenario, was auch zeigt, da haben wir vielleicht nochmal ein bisschen Korrekturpotenzial auf der Unterseite. Erstes Ziel dann eines Bounce-Plays gegen diesen Bereich wäre die obere Range-Begrenzung. Wie gesagt, CAV-technisch wäre das mit Sicherheit interessant. Du hattest auch was geschrieben zum CEO von hier, vom Dies, beziehungsweise da steht plus eventuell Porsche, IPO 30% korrigiert. Also auch Porsche hat eine Korrektur gesehen. Okay, dann hat es nicht gereicht für die 100er-Region. Da können wir auch gleich einen Blick drauf werfen. Also das einmal zu Volkswagen. Wie gesagt, konsolidierender Seitwärtsmodus, unsere Range-Begrenzung gegen 250, 255 wird interessant, sollte man beobachten. Flush unterhalb ist noch nicht das Problem. Problematisch wird es, wenn wir den Bruch aus der Range auf der Unterseite sehen und unterhalb konsolidieren. Das könnte dann eine tiefere Korrektur nach sich ziehen. Ich will dann noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn der übergeordnete Markt auch in den Korrekturmodus geht, könnte sein, dass wir bis in Gefilde hier um 180 vielleicht sogar korrigieren. Wie gesagt, zunächst einmal gucken wir mal, wie wir uns gegen die 250 hier präsentieren. So, und dann hier noch einmal Porsche. So, Porsche hatte auch einen recht starken Lauf gesehen. Korrektur gesehen, mal gucken, war das hier diese Region? Ich glaube schon, ne? Ungefähr ja, 86. Da bin ich das erste Mal drauf aufmerksam geworden. Moment, stimmt das? Im Juli? Oh, jetzt muss ich mal gucken, das weiß ich gar nicht. Oder war es hier in diesem Bereich 85? War es im Oktober? Weiß es nicht mehr. Also ich weiß, Porsche hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich von einem Bekannten gefragt wurde, was ich zu der Aktie sage, nach deren, nicht IPO, sondern nach deren Aufnahme ganz besonders in den DAX, die stattgefunden hat. Also Konstellation ist relativ ähnlich. Da sind wir allerdings schon recht nah an einem Schlüsselbereich hier, nämlich dieser Region um rund 78 an der Stelle. Also grundsätzlich bleiben die Ausblicke für Autobauer eigentlich nicht so, sind nicht so schlecht, wobei man dennoch natürlich die Frage stellen muss, legitim, vor dem Hintergrund der jüngsten auch Entwicklungen, die wir zu sehen bekommen, rund um Tesla und deren unbestreitbarem Vorteil in diesem Bereich Elektromobilität, ob dann eben nicht eher
Outperformance, bullisches Outperformance-Potenzial in der Tesla besteht, als Wachstumstitel ganz besonders. Und eben, ich nenne sie jetzt mal klassische Autobauer, die zwar ihren Fuß schon in Richtung Elektromobilität ins Wasser gehalten haben, aber nichtsdestotrotz an dieser Stelle eben hier zunächst einmal aufholen müssen, um mit einem Giganten vom Kaliber Tesla eben mitzuhalten. Ob das nicht eventuell dann an der Stelle hier eher Kapitalabflüsse aus diesen Titeln jetzt nach sich zieht. Ich glaube auch im Hinblick auf den Koalitionsvertrag, ich will das jetzt nicht überbewerten, weil der jüngste Abschwung, der kam schon hier ab Anfang November eigentlich. Ich hatte jetzt gelesen, dass im Koalitionsvertrag wohl ein interessanter Fokus auf Wasserstoffe liegen soll. Das ist zwar einerseits ist es nicht überraschend, das muss ich ganz ehrlich sagen, denn das ist durchaus ja ein Bereich, ausgehend von der Komplexität, auch im Hinblick auf eben den Wirtschaftsstandort Deutschland, wo ja der Automobilsektor einen ganz wesentlichen Anteil hat und in diesem Zusammenhang auch besonders, ich nenne sie jetzt mal kontrollierte Verbrennung eine Rolle spielt, die im Hinblick auf Wasserstoff, die Komplexität, die ein entsprechendes ein Antrieb auf Wasserstoffbasis nach sich zieht, hier eigentlich zwecks auch Erhalt von Arbeitsplätzen und dergleichen um ein Vielfaches geeigneter scheint, als beispielsweise das Etablieren eines Elektromobilitätsstandorts. Also das ist so ein erster Gedanke, also deswegen überrascht mich das nicht so. Allerdings geht das potenziell mit Kosten, Research und dergleichen einher, welche dann sich erst über längere Zeit in der Lage sind, wirklich auch entsprechend zu etablieren, was wiederum befeuern könnte, dass wir kurzfristig hier eine tiefere Korrektur auch dann in Porsche sehen. Also, dass der Break in Volkswagen unter diese Range-Begrenzung stattfindet, beziehungsweise, dass eben eventuell auch Porsche an dieser Stelle hier eine tiefere Korrektur sieht und in Richtung der 70er-Region nochmal dieser Hochs, die wir vor dem, ich nenne ihn jetzt mal Corona-Crash, ausgebildet haben, vielleicht ansteht. Also, das ist jetzt ein Schlüsselbereich, in dem wir laufen, 78, wenn wir den unterschreiten. Wie gesagt, dass wir in Richtung der 70er-Gefilde, also nochmal dieser ehemaligen Hochs laufen. Da wird es CRV-technisch dann vielleicht schon wieder interessanter von der Long-Seite. Übergeordnetes Marktumfeld ist natürlich zu berücksichtigen, aber nichtsdestotrotz wäre das so ein Ziel, den ich anvisieren würde, wenn wir, wie gesagt, unter die 78 an der Stelle rutschen würden. So, ja, das wär's tatsächlich soweit meinerseits gewesen. Ich muss wirklich gestehen, bin gerade etwas überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir an diesem eigentlich am unspektakulären Handelstag so viel zum Thema machen können. Und jetzt auch tatsächlich schon out of time laufen. Also ich bin jetzt positiv überrascht, das freut mich. So, ja, nunmehr wäre es das tatsächlich meinerseits auch dann soweit für heute erstmal jedenfalls gewesen. Wir hören uns morgen wieder. Ja, auch morgen wird ein relativ dünner Handelstag, aber nichtsdestotrotz eure Fragen sind jederzeit willkommen und triggern hier doch den einen oder anderen doch weitergehenden Gedanken. Also fühlt euch frei, eure Fragen gerne vorzuformulieren und morgen hier über den Äther zu schicken. Ich würde mich freuen, die beantworten zu dürfen. Und soweit meinerseits. Also erwartet nicht zu viel für den heutigen Handelstag. Thanksgiving in den USA, verkürzter US-Handel, S&P, Nasdaq und Dow Jones, auch Gold, Silber, alles CME gehandelt in Anführungsstrichen mit verkürztem Handel. 19 Uhr schließt hier die Börse. Dann keine Kasse in den USA, kein Wall Street bedeutet an der Stelle auch kein US-Equities Trading. Also da habe ich dann heute für die Discord-Community logischerweise nichts vorbereitet, weil es gibt ja nichts, was zu handeln ist. Morgen könnte sich das vielleicht ändern, aber nur mit ganz, ganz, ganz entscheidenden Bewegungen, die sich abzeichnen. Andernfalls wird das auch relativ dünn, aber nichtsdestotrotz Blick und auf jeden Fall mit Sicherheit. Vielleicht auch schon im Ausblick auf die kommende Handelswoche. Das sei es meinerseits gewesen. Happy Trading. Pass auf, stops auf. Wir hören uns morgen wieder 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.